So, dann mal schön Schritt für Schritt alles abgehen. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Meister des Erkennens. Und Meister braucht wirklich nur Stufe 7. Und Intellekt 30. Okay, warte mal. Intellekt 22, das klappt schon mal nicht. Und Erkennen fehlen auch noch ein paar Punkte. Aber das sollten wir definitiv später so schnell wie möglich bekommen, damit wir nicht immer zurückrennen müssen in den King Kalizien laden und da die Sachen identifizieren. Schön, dass du da bist. Abwasserkanal? Nee, danke. Hier ist die Taverne. Schön, dass du da bist. Zirkus. Ich kann kaum erwarten, bis der Zirkus der Sonne kommt. Ich war das ganze Jahr lieb. Ja, nee, klar. Ich hoffe, meine Eltern nehmen mich mit zum Zirkus. Zirkus war der, den wir in der Schmugglerbucht gesehen haben? Oder gibt es hier auch noch einen? Sollten wir uns mal umgucken. Da hinten war die Ratshalle. Schön, dass du da bist. Ein Töpfer. Nein, danke. Schön, dass du da bist. Eine Edelfrau. Mitgliedschaft in der Gilde der Erde. Oh, sehr schön. Die hatten wir noch nicht. Schön, dass du da bist. Also nicht, dass wir sie wirklich brauchen. Wir haben keine Erdelementalisten, aber nee. Der Vollständigkeit halber. Und hier ist schon wieder ein Eingang in die Abwasserkanäle. Tausend Gilde Dank. Des Wassers. Wie geht's? Tausend Gilde der Luft. Also die sind auch wieder alle schön auf dem Haufen. Schön, dass du da bist. Tausend Dank. Ich hoffe mal, die anderen Lehrer sind ähnlich sinnvoll angerichtet. Wie geht's? Suchauftrag. Ein befreundeter Abenteurer hat kürzlich auf seinen Reisen das mächtige Artefakt Mordred entdeckt. Er wollte es mir verkaufen und ließ es hierher bringen. Aber dann haben Räuber die Karawane überfallen und das Artefakt gestohlen. Sie wurden zuletzt westlich vom Burg Temper gesehen. Ich bin sicher, dass sie dort eine Art Basis haben. Wenn du mir Mordred zurückbringst, werde ich dir einen Teil dessen bezahlen, was ich meinem Freund bezahlen wollte. Warum nicht alles? Wenn du ihm, sagen wir mal, 10.000 Gold bezahlen wolltest, warum dann nicht uns? Aber gut zu wissen, dass ein Artefakt da zu holen ist. Ob wir es dann abgeben, ist eine andere Sache, weil er war nicht gerade sympathisch. Wie geht's? Experte des Handels. Okay. 2.000 Gold. Will Ottoman. Ottoman? Ernsthaft? Der Händler mit der geschicktesten Zunge, den ich kenne, ist Will Ottoman in Silver Cove. Das dauert noch ein bisschen, bis wir so hoch sind im Handel, denke ich. Eine Tür, die wir nicht öffnen können. Oh, hallo. Gong. Der ist zwar etwas dreckig, aber ich denke, er wird ausreichen. Hier ist das Gold, das ich dir versprochen habe. Danke für deine Hilfe. Du hattest mir gar nichts versprochen. Ich habe nur mal mit einem Gong geredet und du hast ihn sofort abgenommen. Also, ja, aber gut. Hier können wir Gongs verkaufen. Oh, hallo. Handel. Oh, hallo. Schwertexperte. Du bist schon Experte. Oh. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Guy Hampton. In Blackshire hat mir alles beigebracht, was ich über den Schwertkampf weiß. Hallo. Wie geht's? Dolch-Experte. Nee. Hallo. Wie geht's? Kinder wollen alle zum Zirkus hier. Erde? Nein, danke. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Bar im Abwasserkanal? Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber diese gruseligen Anhänger von Bar erscheinen immer wieder auf seltsame Weise in und vor Gebäuden in der Stadt. Könnte es sein, dass sie einen ihrer Tempel im städtischen Abwasserkanalsystem versteckt haben? Wenn, dann können sie auch ruhig erstmal da bleiben. Ich will nicht schon wieder einen Tempel von Bar angehen. Der letzte war doch ein wenig, anstrengend. Was haben wir hier Schönes? Krankheit heilen. Ist gekauft. Kraft. Steigert vorübergehend die Attribute Stärke und Ausdauer eines einzelnen Charakters um 10. Oh, auf Meisterrang die ganze Gruppe. Okay. Kraftheilung. Heiltrefferpunkte aller Charaktere in deiner Gruppe auf einmal. Die Anzahl der gehaltenen Trefferpunkte ist 10 plus 2 pro Fähigkeitspunkt und Köpfmagie. Sehr, sehr schön. Aber 11.550 Gold ist... Reaktion, fliegende Faust, Wunden heilen. Nee, erstmal nicht. Ja. So.
Hier scheinen jetzt die Gilden zu kommen, oder? Hallo. Bernstein? Er kauft Bernstein. Also da hinten haben wir einen für Gong, hier haben wir einen für Bernstein. Wenn wir jetzt noch einen für Knochen finden würden, dann wäre es echt schick. Denn da haben wir ja doch inzwischen ein paar. Braucht noch jemand Eisenschuhe? Ja. Weg, 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 weg. Weg. Und er hat die ganzen Knochen. Ja, 5 Knochen haben wir schon. Es wird langsam makaber. Hallo, wie geht's? Ich zahle 25 Goldstück für jedes Kleeblatt, das du mir bringst. Jetzt wird's albern. Ich geh doch nicht Kleeblätter sammeln. So, Luftzauber. Die Magie des Fliegens. Oh, wir könnten hier alle lernen. Das dürfte 10% Bonus-Erfahrungspunkte für alle geben. Ja, aber ich will vorher kurz gucken, wie das ist mit... Nein, Sternfeuer. Nein, nein, das wartet noch ein bisschen. Eigentlich hätte ich ganz gerne Blitzschlag. Sternfeuer, Implosion. Implosion ist viel zu teuer. Ist zwar ein super Zauber, aber sie ist nur eine Schützin und keine Hexe. Also, nee. Sprung. Sprung ist schon recht wichtig und praktisch. Aber ich glaube, Lernen ist mir wichtiger. Lernen 3400. 3465, genau. Hätten wir Sprung gekauft, würden uns jetzt 57 Goldstück fehlen. Und das wäre ärgerlich gewesen. So, Feuer. Feuerball. Feuerball richtet 1 bis 6 Schaden an plus 1 Punkt pro Fähigkeitspunkt. Das ist doch gar nicht so toll. Aber dieser Feuerstrahl, den wir jetzt haben, macht wenigstens 1 bis 4 oder so pro Fähigkeitspunkt. Das heißt, er wird später mehr Schaden machen als der. Dafür, als der da. Dafür macht er halt Flächenschaden. Aber die müssten schon ziemlich nah beieinander stehen. Verbrennen. 15 Punkte plus 1 bis 15 pro Fähigkeitspunkt. Das ist richtig mächtig. Aber kostet zum einen 11.500 und zum anderen 30 Zauberpunkte. Meteorregen. Das wäre allerdings ziemlich schick. Nur zu teuer. Feuerwelle. Wie viel machst du? Feuerwelle richten 4 Schadenspunkte an plus 1 bis 3 pro Fähigkeitspunkt. Sie ist Experte, also hätten wir 5 Schüsse. Ah, und Eile. Zauberspruch betrifft die ganze Gruppe. Ich glaube, den kaufe ich mal. Ja. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten, Gold auszugeben. So, wieder ein Haus, wo wir nicht rein können. Und einmal einen Stall mit Hufeisen. Nicht der einzige Stall übrigens hier in der Stadt. So groß ist die Stadt. Oh, hallo. Körpergille sind wir schon. Oh, hallo. Da. Körpermagie sind wir auch schon Experte. Aber eventuell sind die restlichen Expertenlehrer ja auch hier. Genau. Sind wir auch schon Experte? Hallo. Sind wir auch schon Experte. Wir können uns merken, dass hier auch Expertenlehrer sind für die klerikalen Schulen. Nicht, dass wir sie nochmal brauchen würden, aber wir könnten dann später, wenn wir die Meisterringe haben wollen, einfach hierher gehen. Und die dann fragen, wo die Lehrer sind. Weil ich denke nicht, dass das hier aufgeschrieben wird. Oder? Nee, das kam erst im 7. Teil dazu. Und Wassermagie. Eisstrahl. 1 bis 7 Schadenspunkte pro Fähigkeitspunkt. Der ist sowas von gekauft. Säurestrahl. Sehr schön. Leuchtfeuer, super, super, super toll. Damit können wir Wegpunkte setzen und es da hin und zurück teleportieren von. Wobei es erst später wirklich Sinn macht, da die Leuchtfeuer nur eine begrenzte Zeit reichen. Auf einem normalen Rang zum Beispiel nur eine Stunde pro Fähigkeitspunkt. Das ist sehr, sehr, sehr kurz. Eisbombe, Wasserwandeln. Ja, nee, wir haben eh kein Gold mehr. Also das da für dich. Und du hast jetzt einen neuen Quickzauber und zwar Eisstrahl. Okay. Ja, doch, wir kommen gut voran mit der Stadt.
Wir haben jetzt schon Zoom. Den Bereich hier abgedeckt. Also gehen wir jetzt Richtung Norden und suchen den nächsten Stall. Oder einfach irgendeinen Punkt, wo wir gut anfangen können. Sagen wir mal hier links. Wow, irgendwas schießt. Wer seid denn ihr? Bogenschützen. Meisterschützen. Meisterschützen, die ganz schön was aushalten. Ah, oder auch nicht. Na komm. Nicht aus Versehen Zivilisten treffen. Also am besten die Stadt im Rücken behalten. Na komm. Zoing. Oh. So. Aber dass sie so nah an der Stadt dran sind, das ist ganz schön. Na gut, die Kannibalen waren auch fast direkt neben dem anderen Dorf da, ne? Anscheinend haben die alle immer nur was gegen uns und nicht gegen die Stadtbewohner. Was haben wir hier? Schrein des Geschicks. Wir wissen leider nicht, welcher Monat der Monat des Geschicks ist. Aber das versuchen wir uns mal zu merken. Beliebig unwahrscheinlich. Ich schreibe es vielleicht lieber gleich auf. Auch wenn ich das dann später wahrscheinlich übersehen werde. Aber also Geschick. Freehaven. So. Zing. So, und ich will gar nicht alle töten. Ich will eigentlich nur die Häuser weiter durchsuchen. So ist gut. Also fangen wir hier unten mal an. Spirituelle Magie. Die Magie oh, Fluch entfernen haben wir. Geteiltes Leben. Ja, das nimmt alle momentan vorhandenen Lebenspunkte, schmeißt sie in einen Pool, wirft noch was oben drauf und verteilt es dann neu. Das ist sehr praktisch. Vor allem wegen Geogon, aber auch wegen Myrrhen. Also hätten wir jetzt zwei Hexer dabei, dann hätten wir nicht so viele Lebenspunkte im Pool wie jetzt, weil sie halt mehr Lebenspunkte hat als eine Hexe. Tote auferwecken, klar, super wichtig. Auferstehung kommt dann später auch noch. Das kostet alles viel zu viel. Expertenheiler. Hallo. Hallo, Experte der Erdmagie. Nö. Oh, hallo. Experte der Luftmagie. Hast nicht genug Gold. Experte der Wassermagie bist du auch noch nicht, ne? Yeah. Wie geht's? Experte der Feuermagie. Und das Wasser. Jo. Also auch hier wieder alle Experten auf einem Haufen. Sehr praktischerweise. Nur leider gar kein Gold vorhanden. Oh, Suchauftrag. Ich habe eine Theorie über die Untoten, die ich gerne beweisen hätte. Die ich gerne bewiesen hätte. Ich brauche dazu die Überreste einer untoten Kreatur. Möglichst einer mächtigen Kreatur. Tatsächlich brauche ich die Überreste des ersten Liches. Etheric des Verrückten. Ich bin Akademiker und habe nicht die Mittel, mir solch ein Exemplar zu beschaffen. Ich habe etwas Geld erspart und bin bereit, für die Überreste Etherics gut zu zahlen. Der erste Lich. Das klingt jetzt nicht so ganz unsere Kragenweite. Okay. Und ein ziemlich runtergekommener Tempel von Freehaven. Wie geht's? Kirchendesign. Nein, danke. Darüber will ich nichts wissen. Wie geht's? Tormeister. Ich bin der Schlüsselwächter. Ich bin der Tormeister. Mystiker? Nein. Wie geht's? Quartiermeister, nein. Schon wieder eine Anhängerin von Bar. Suchst du etwas Bestimmtes? Oh ja, hier können wir ein paar Sachen loswerden. Dich. Das war's. Was hast du denn Schönes? Obwohl wir eigentlich kein Gold ausgeben wollten, sondern machen. Aber wir können jetzt ganz schnell zurücklaufen. Und schnell für Myrrhem den Expertenrang in Wassermagie holen. Da. Wie geht's?